Alle brav angeschnallt? Nächster Halt, 1600 Pennsylvania Avenue. Ist Grimm dort? Bei unserem letzten Gespräch hat sie mir nur gesagt, wo ich Sarah finde. Dann meinte sie noch, sie würde Reed aufhalten. Mehr weiß ich nicht. Wir werden ihr doch helfen, oder? Sie hat immerhin auf mich aufgepasst, als du fort warst. Sie hätte mir auch einfach eine neue Identität besorgen und abhauen können. Sie hat mich nicht im Stich gelassen. Und das werden wir jetzt auch nicht tun. Keine Sorge, Kleine. Wir sind auf dem Weg. Es wird nur etwas dauern. Ich muss eine Route wählen, die nicht im Wirkungsbereich der EMP-Waffen liegt. Oh mein Gott! Verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Furchtbar. All die armen Leute da unten. Reed, was zum Teufel hast du getan? Rakete! Rakete im Anflug! Sarah! Festhalten! Festhalten! Meine Annahme, dass es noch keine Flugabwehrstellungen beim Weißen Haus gab, erwies sich als falsch. Vic, alles okay? Ja, Sarah, mir geht's gut. Dad! Dad! Du musst aufstehen! Komm, du musst aufstehen, Dad! Sarah! Sarah! Du bist okay? Gott sei Dank, hab mir schon echt Sorgen gemacht. Mir geht's gut. Zum Glück hat Rick uns heil runtergebracht. Hier! Warte mal eine Sekunde. Tja, so viel dazu. Hätte mir ohnehin nichts mehr genützt. Glaube, die brauchst du nötiger als wir. Wo hast du die Feste her? War im Hubschrauber. Der Rest ist hinüber. Raketen machen gründliche Arbeit. Ja, das habe ich gemerkt. Sam, was machst du noch hier? Schwing deinen faltigen Arsch zum Weißen Haus. Ich lass meine Tochter nicht hier, Vic. Sarah, kommst du da irgendwie vorbei? Dad, schon okay. Hier passiert nichts, Sam. Wir sind 6 Blocks von meinem Büro weg. Meine Leute erwarten uns. Grimm braucht deine Hilfe. Grimm kann warten. Bei Sarah gehe ich kein Risiko ein. Dad, er hat recht. Du musst etwas unternehmen. Vertrau mir, alles wird gut. Wir sehen uns bald wieder. Ich verspreche es. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge des Splinter Cell, wo es so einiges zu bereden gibt. Einerseits, weil sich neue Sachen in Sachen Splinter Cell ergeben haben. Und außerdem, weil ich ja ein bisschen Nachforschung getan habe. Aber erstmal möchte ich Aufnahme checken, ob alles okay ist. Ich habe auch gerade außerdem gegen mein Mikrofon geschlagen, deshalb Entschuldigung, dass ich direkt zu Beginn der Folge noch eine kleine Pause einlegen muss. Aber wir hören uns sofort wieder. So, da wähle ich wieder und ich drücke mal auf Fortsetzen. So, damit ich auch synchronisiere. Also das ist nicht für euch wichtig, aber für den Schnitt später. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist, ich habe nach der letzten Folge, bei der ich gemerkt habe, dass mein Wissen über Splinter Cell doch ein wenig scheiße ist, ein bisschen Nachforschung angestellt. Und was mich ein bisschen geschockt hat, ist beispielsweise... Weißt du was, das fangen wir hier nicht so an. Sorry, aber fangen wir nicht so an. Moment, Steuerung wieder lernen. Was mich ein bisschen geschockt hat, ist, was ich sagen wollte. Sam ist... Oh, Theater verlassen. Sam ist viel älter, als ich dachte. Ich dachte, Sam wäre irgendwie so... 48, 49. Vielleicht kommt er dadurch. Und im... wobei, okay, nicht viel älter, ne? Ich dachte, er war 48, 49. In diesem Teil ist er 53. Und der Teil spielt halt eben 2010, wo das Spiel rauskam. Das heißt, mittlerweile ist er... 60 oder 61. Mittlerweile meine ich in Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, heißt es so? Ja, ne? Denn dort taucht er im DLC ja auf. Was so ein bisschen darauf schließen lässt, dass ein neues Splinter Cell vielleicht in Bälde kommt. Also, ich nehme es mal stark an, weil es wäre doof, wenn die das ankündigen, mehr oder weniger. In einem anderen Spiel und danach kein richtiges Splinter Cell raushauen. Sonst werden einige Fans sehr verärgert sein. Aber ich nehme an, die sind nicht so doof, dass sie das nicht machen. Scheiße! Eine Granate! Sorry, ich muss kurz die Steuerung wieder lernen. So, auf jeden Fall... Da gab es halt eben ein paar neue Entwicklungen in Sachen Splinter Cell. Was ich auch nicht wusste, in
der englischen Version wird der von Michael Ironside gesprochen. Oder heißt er Michael Ironside? Ich habe den Namen Vornamen vergessen. Herr Ironside, sagen wir einfach mal so. Und da habe ich halt eben ein bisschen diese eine Szene aus dem neuen Ghost Recon gesehen, wo der auftaucht, was so ein kleiner Easter Egg Hommage ist an Metal Gear Solid auch noch. Und da ist mir, habe ich halt zum ersten Mal Sam Fisher in Englisch gehört. Klingt gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen, er klingt auch deutlich älter in der englischen Version als hier in der deutschen Version. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig und merkwürdig. Aber hey, deshalb, ne, ich denke mal, das ist schon ein klares Zeichen für ein neues Splinter Cell. Was dann vielleicht dieses Jahr kommt, vielleicht irgendwann nächstes Jahr. Worauf ich mich dann in dem Fall doch schon durchaus freue. Werde ich dann, glaube ich, auch in Spielen, wahrscheinlich aber auch in Englisch statt in Deutsch dann. Weil ich spiele ja eigentlich eher in Englisch. Okay, der steht, der Typ da steht ein bisschen doof. So. Ich wollte eigentlich erstmal ein Geräusch machen und danach das in die Luft sprengen. Hab aus Versehen den Sprengknopf gedrückt. Macht ja nichts. Resultat ist dasselbe. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass doch ein neues Splinter Cell kommt nach Jahren. Ich meine, Blacklist ist ja jetzt auch 5 Jahre her. Verstärkung! Halt durch, ich bin auf dem Weg! Keine Spur vom Ziel, wiederhole! Granate! In Deckung! Oh, Moment, ich muss hier mal was checken. Der ist erledigt. Komm, was das Schwein ist fällig. Ich will ihn nicht alle kalt machen. Hier. Findet ihn! Irgendwas wollte ich noch sagen gerade. Mir fällt es nicht ein. Wir sind auch gerade in einer Action-Situation, deshalb. Das Ziel ist noch aktiv. Ausschwärmen, naja. Findet ihn! Scheiße! Brauche Verstärkung! Kein Sichtkontakt zum Ziel! Okay, Freundchen, bringen wir es hinter uns! Schade, dass sie mal 2 Schüsse brauchen. Das waren alle. Na gut, na gut. Also, neues Splinter Cell wäre schon geil. Ich weiß nicht, das wäre sogar was. Würde ich das jetzt playen? Ich weiß es nicht. Ich bin ja jetzt nicht so der Pro in dem Splinter Cell Spielen, wie wir gerade gemerkt haben. Und ich kenne mich nicht mehr der Story so gut aus, deshalb. Aber ich habe tatsächlich in Erwägung gezogen, die alten Teile nachzuholen. Nachdem ich so gemerkt habe, da ist schon ein bisschen, steckt ein bisschen Hämmer hinter der Story von Splinter Cell. Unter anderem, ne, viel mit Verrat zu tun. Ist jetzt nicht ungewöhnlich für so ein Szenario mit Spionen und sonstigem. Auch die ganze Geschichte mit Sams Tochter und wie in dem Vorgänger, wie hieß der nochmal, Chaos Theory? Double Agent für tot erklärt wurde und sowas, wie wir haben ja hier herausgefunden, dass es alles gefaked wurde und so. Das wäre schon vielleicht wert, das mal nachzuholen und das, um das verstehen zu können. Deshalb überlege ich, das, die Teile nachzuholen, die paar. Nicht unbedingt als Let's Play, ich müsste es nicht als Let's Play, einfach so für mich privat. Und dann bin ich dann für den neuen Teil gewappnet. Haben Sie längst, Mann. Ich habe vorhin Humvees in die Stadt fahren sehen. Typen in schwarzen Klamotten haben überall Straßen. Oh, Leute, ist aber was los, ne? Ah, hier ist auch echt Action. Wir haben keinen verdammten Defi. Ich sollte mir vielleicht mal die Dialoge der Leute anhören. Sobald die Handys wieder funktionieren, rufen wir deine Eltern an und fragen. Aber was ist, wenn ihnen doch was zugestoßen ist? Wow, 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 was ist hier los? Achso, der Wagen ist explodiert. Ach du Scheiße. Ich glaube, der ist gerade weggeflogen. Alter, hat mich aber schon erschrocken. Oh shit. Da wurde jemand erwischt. Meine Frau ist da drin. Ich muss sie rausholen. Du kannst nichts mehr für sie tun. Sie ist tot. Du wirst dich noch umbringen. Ich habe mir auch einige. Nein, ich werde sie da rausholen. Jelly!
internationale Musik. Es ist zu spät, du kannst nichts mehr tun. Nein, ich muss sie da rausholen. Hör mir zu. Irgendwie glaube ich, ich darf nicht an dem Typen vorbei oder ins Licht treten. Wir müssen wahrscheinlich so oder so da hoch. Aber wenn ich da hochklettere und der das sieht, dann ist es natürlich scheiße. Ey. Du hast nichts gesehen. Mist, das war garantiert Fischer. Achtung, Fischer ist aus dem Theater entkommen. Sucht ihn. Wir müssen ihn ausschalten. Alles ruhig. Jetzt aber bitte ein bisschen Schleicherino-mäßig hier vorgehen. Oh. Ist die Frage, wo sollen wir genau hin? Ich guck mal kurz, gehen Sie zum Weißen Haus? Ja, das ist interessant. Das ist da hinten. Ich gehe mal eben kurz zum Weißen Haus, Leute, wenn das okay ist. Kein Kontakt. Ich stehe mal ganz kurz auf. Okay, doch nicht. Nee, hier ist alles nicht so gut. Wir gehen heute mal ruhig vor. Ich war in den letzten Aufnahmesessions ein bisschen hastig, das weiß ich. Keine besonderen Vorkommnisse. Deshalb, ruhige Vorgehensweise wird hier eigentlich von einem erwartet. Konzentriert euch, hier kann nicht weit sein. Hier ist nichts. Seid trotzdem vorsichtig, klar? Nichts zu melden. Das Service, die haben auch alle Masken. Das macht's irgendwie blöd. Weder Fischer noch Freunde. Und ich wette, auf der Straße ist es hell. Wart ihr die am Tor? Ich suche weiter. Ich hatte auch gerade einen Gedanken, den ich zu Ende führen wollte. Was auch interessant ist, den natürlich ist nicht, der hat einen Helm. Bereich gesichert. Hat auch keiner gesehen. Was auch angekündigt wurde, ist Shenmue 1 und 2, eine Remastered-Version. Oder ein Re-Release, ein Port eigentlich, ich weiß jetzt nicht so genau. Es soll auf jeden Fall für die neuen Konsolen und den PC kommen. Freue mich, habe ich Bock drauf, irgendwie das nachzuholen. Ich spiele gerne alte Spiele und wiederhole die. Ich hoffe auch irgendwie mal, dass es ein sowas wie Yakuza auf dem PC gibt. Oder zumindest vielleicht auf der PS4, also alle Spiele. Es gibt ja 6 mittlerweile. Aber da würde ich schon viel durchaus Geld bezahlen, die alle auf dem PC in schön zu sehen. Ich habe da irgendwie Freude dran. Kill ich den jetzt oder kill ich den nicht? Also, die Lichter kann ich nicht ausschießen. Den da erwische ich nicht. Hier ist nichts. Scheiße! Fuck. Ich finde den Penner, der das gewesen ist. Da hätte ich herabsteigen sollen. Ich sehe hier gar nichts. Kein Kontakt, alles ruhig. Wow! Wieso gucken die nicht mehr hoch? Das war gut. Übrigens, wir sind auch relativ weit in dem Spiel. Es ist nicht mehr super lang. Alles okay, zurück an die Arbeit und haltet die Augen offen. Kein Kontakt, kein Kontakt. Ah, fuck, wir können nicht hier. Ich würde gern ein bisschen mehr nach links kommen, damit ich außerhalb des Lichts bin. Das geht leider nicht. Keine Feindaktivitäten. War vermutlich ein Zivilist. Suchen wir weiter. Ich erwische nicht alle von hier. Doch, ich erwische alle von hier. Ich glaube, ich weiß, wo er steckt. Er ist da drüben. Sieht nach einem Hinterhalt aus. Ich halte meine Position. Niemand zu sehen. Gehen wir davon aus, dass... Bereich vor mir nicht sicher. Halte hier die Stellung. Da vorne wartet er auf mich. Verdacht auf Feindaktivitäten im Bereich vor mir. Halte die Position. Bereich vor mir ist zu heiß. Halte Position. Warum kann ich nicht niedriger?
What the fucking hell? Gerade versagt die Steuerung ein bisschen. Ich konnte gerade nicht nach unten zielen. Bereich ist zu heiß. Halte Position. Zieh doch weiter nach unten, Fischer. Sieht nach einem Hinterhalt aus. Ich halte meine Position. Moment mal. Ich habe voll vergessen, dass ich das Ding hier habe. Position halten. Mal sehen, was der Gegner als nächstes macht. Wir haben auch fast erledigt. Das sieht nicht gut aus. Stellung halten. Wartet! Das Kontakt! Ach, come on. Als ob. Vergiss es, du kannst dich nicht verstecken. Keine Spur vom Feind. Ja, hätte ich wahrscheinlich schneller erledigen können, aber hey. Oh, das ist eine Shotgun. Ach, warum nicht, ne? Das lief doch ganz gut. Heute bin ich in einer guten Form und muss mein Auge kratzen. Aber wie gesagt, Splinter Cell, die alten Teile, doch durchaus, oh Mann, ich muss die Brille absetzen. Durchaus ein Interesse an den alten Splinter Cells, die zu spielen. Die sind auch, soweit ich weiß, weniger linear als der hier. Der hier ist ja schon sehr linear. Ich weiß, viele mögen Conviction auch nicht. Ich habe mir halt ein paar Videos angeschaut. Und da wird klar, einige, es gibt Leute, die finden Conviction noch ganz gut, aber mögen Blacklist nicht. Weil Blacklist irgendwie ein bisschen von der Story her ein bisschen unlogisch ist. Also beispielsweise sieht Sam ja in Blacklist relativ jung aus. Also er sieht sogar fast schon jünger aus als hier, obwohl der Teil hier vorher spielt. Und generell sieht er in Blacklist für sein Alter krass jung aus. Okay. Das war knapp. Wir müssen hier hoch. Hey, weg von der Absperrung. Gehen Sie unverzüglich nach Hause. So. Also andere mögen dafür aber auch Conviction nicht, weil der ist so mega linear und Blacklist hat zumindest noch ein paar offenere Elemente, Gebiete und so. Das kann ich durchaus verstehen. Ja, je nachdem, wie man fragt, jeder hat irgendwie gegen einen Teil was auszusetzen. Wollen wir? Ich glaube, wir wollen. Okay, da war ja noch einer auf der anderen Seite. Das ist doch keine Shotgun. Das ist das Visier, was mich das denken lässt, aber es ist keine Shotgun. Es ist tatsächlich ein Sturmgewehr. Ich glaube, ich habe hier was. Überprüf das mal. Fertig machen. Wir gehen rein. Rein da, los! Ziel ist verdeckt! Da! Na gut, dass ich die Waffe mitgenommen habe. Weiter zum weiten Haus. Ist denn das noch weg?